Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen heute Verzauberung Doppelpunkt Anfangskosten. Ganz seltsamer Questname meiner Meinung nach, aber gut. Wer bin ich, das zu kritisieren? Dafür reisen wir nach Brunnwich, machen dort Fragezeichen und gehen dann darüber, würde ich sagen. Allgemein muss ich hier auch noch eine ganze Menge unbekannter Orte mitnehmen. Denn hier gibt es eine ganze Menge zu erkennen. Zu erforschen. Okay, scheinbar nehmen wir das Ohre-Fragezeichen mit, weil der Weg sagt, geh mal oben lang. Hallo? Bitte? Hey, sei doch froh, wenn sie bumsen will. Erstmal richtig schön fegeln. Wo lang will uns diese Map führen? Also ich will gerade einfach, dass wir hier rüber gehen, als ob das kürzer ist. Ja, bei Witcher die Wegführung ist wirklich spannend, um es mal freundlich auszudrücken, nicht wahr? Ich achte jetzt auch gerade ein bisschen darauf, ob hier irgendwelche Ausrufezeichen sind. Wenn ich schon eins übersehen habe, ja meine Güte, ich achte halt nicht gut darauf. Was habe ich ja nicht gesagt? Freddy hat übrigens in die Kommentare geschrieben, dass wir die Großmeister, war es glaube ich, Sachen erst im nächsten DLC bekommen. Also da brauche ich mir noch keine Gedanken drüber machen, da oben ist das Fragezeichen, okay. Servus. Unversteckte Schatz, das ist aber schön. Pater Gladfrieds Pastoraltagebuch. Das Tagebuch ist mit Blut bedeckt und schwer beschädigt. Nur die letzte Seite lässt sich noch entziffern. Meine Predigtreisen zum Ruhm des Feuers führten mich als nächstes ins Dorf Brunnwich, das sich um den See herum schmiegt. Und wahrlich, was erleuchten die allerhellsten Flammen dort für mich? Eine Gruppe von Heiden mit verhärtetem Herz, zu sehr in Sühne verfallen, um auch nur einen verfluchten Finger zu krümmen, der sich um den Herd des ewigen Feuers krümmen könnte. Von heiligem Zorn erfüllt, fragte ich sie, warum ist eure Kapelle in solch einem jämmerlichen Zustand? Warum ist euer heiliger Boden heim? Sie beschuldigten die Frau des Ältesten, sagten, sie sei von ihrem Reichtum in den Wahnsinn getrieben worden und, unlesbarer Abschnitt, seit dieser Tragödie liegt die Kapelle in Ruinen und niemand wagt es, sich ihr zu nähern. So liegt es nun an mir, diese verblendeten, verlorenen Schafe zurück auf den rechten Weg zu führen. Hinweg von dem Unrat, an den sie glauben. Kurz ein bisschen runterscrollen. Ah, okay, ist kein halbes Buch. Ich habe vor, die Kapelle allein zu betreten, nur mit einer Fackel des ewigen Feuers, die meinen Weg erhellen wird, um dann herauszufinden, was dort drinnen lauert. Brody hat, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert. Also die Fackel haben wir gerade wieder angezündet, ohne das ewige Feuer, aber ansonsten läuft es nicht so gut, würde ich behaupten. Ich würde sagen, unser Interessengebiet hat sich gerade verschoben, nicht wahr? Ich denke, wir machen erstmal das. Kurze Realitätsüberprüfung. Relikte, Vampire, Hybriden, Drakoniden, Bestien, Geister. Ist aber nur Verbessertes. Weich doch aus! Ich stehe 8 Meter von dir entfernt und du triffst mich, ist klar. Gutes Spiel auf jeden Fall. So, gönnen wir hier ein bisschen Schmutz.
Ich schätze mal, irgendwie, dass da was schiefgelaufen ist mit der Dorfältesten. Und zwar mit schiefgelaufen meine ich nicht nur ein bisschen schiefgelaufen. Okay, da in der Krypta ist das. Ich würde aber gerne nochmal vorher. Was ist das? Achso, Licht anmachen. Ich würde aber gerne vorher nochmal hier reingehen, wenn ich ehrlich bin. Komme ich da überhaupt rein? Ich habe es mir von vorne tatsächlich nicht angeguckt. Nicht so smart, da hier. Abgeschlossen, okay. Scheinbar auch ohne Schlüssel. Schade, was hängt hier? Hiermit gewährt die Ochsen. Was? Hiermit gewährt die Ochsenfutter Kurier. Kurie? Was ist eine Ochsen. Also, was ist eine Kurie? Hiermit gewährt die Ochsenfutter Kurie der Kirche des ewigen Feuers den Einwohnern der folgenden Dörfer die Aussetzung der Anbetungspflicht in der Kapelle des ewigen Feuers. Brunnwig, Erd und Heddel. Aus ungeklärter Ursache halten üble Kräfte die heilige Stätte dieser Dörfer besetzt, beflecken die Hoheit der Kirche sowie ihren heiligen Boden. Bis ein professioneller Exorzist engagiert werden kann, wird davor gewarnt, in den genannten Dörfern die Friedhöfe oder die Friedhofskapelle aufzusuchen. Vater Wilhelmius Eie, Büro der Ochsenfurter Kurie. Scheinbar ist das irgendwas Kirchliches. Also Much. Ja, gut. Wollen wir doch mal hier ein bisschen Scheiß mitnehmen? Spiel, bist du sicher, dass du weißt, wo du mich langführst? Also hier ist ja offensichtlich ein Weg. Aber, Junge, ey. Also ich glaube, das Spiel weiß selber einfach nicht, wo es einen langführt. Da hinten sind nochmal Gegner. Okay, die ignoriere ich erstmal. Ja, okay, es ist da runter. Überraschung, warum führst du mich denn überhaupt hier lang? Okay. Weil ich hier rein kann. Möchte ich nicht, möchte von hinten, also von dem richtigen Weg aus reingehen, danke. Darf ich hier runterfallen? Ja. Ehre. Servus. Mir sonst, der Geralt. Aufgeschlossen. So. Ich hätte gerne. Nee. Was ist das? Okay, weißt du was? Ich nehme einfach eine Katze. Ich habe nicht nach irgendwas gesucht, Geralt. Hier ist nichts. Was soll denn hier sein? Hier ist nichts. Okay, hier ist nichts. Ich habe keine Ahnung, wie Katze aussieht, wenn ich ehrlich bin. Katze. Z war das, ne? Ne, ja. So. Warum sagt er das auf einmal die ganze Zeit? Habe ich irgendwie, mache ich irgendwas falsch? Komm doch her! Kurze Realitätsüberprüfung. Wie viel habe ich noch drauf? 9, 8, 7. Fünf. Vier. Ja, komm her. Geralt! Hörst du bitte auf zu sagen, hier ist nichts? Ich sehe hier ganz deutlich was. Gut, kurz wieder Geisterhöhle drauf machen.
Ich weiß, ich könnte einfach einen Stärketrank nehmen, aber also einen Donner. Aber ganz ehrlich. Brauchst halt überhaupt nicht, ne? Okay, ein bisschen Scheiß gefunden, schön. Da liegt einer. Da haben wir ein bisschen Schrott. Da drüben ist auch noch ein bisschen Much. Servus, servus. Okay. Brudi, was sitzt denn da so? Das sieht unbequem aus. Die verfluchte Kapelle. Erdbeerts Abschiedsnotiz. Das ist ja nicht nur halbe Buch, Alter. Mir ist nichts geblieben. Gar nichts. Alles, was mir blieb. Alles, was mir bleibt, ist die Geschichte meiner Familie aufzuzeichnen. Eine Geschichte voller Furcht und Schrecken. Möge ich sie in diesem Brief niederschreiben können, bevor ich selbst dahin scheide. Es scheint ein Traum zu sein, der sich wie der Morgennebel auflöst. Doch es gab eine Zeit, in der wir glücklich waren. Meine wunderschöne Frau, Ornesta und ich. Unsere Hochzeit war ein gesellschaftliches Großereignis und ein rauschendes Fest. Ein Jahr später wurde unsere geliebte Mildburga geboren. Die Leute priesen nun die Schönheit unserer Tochter, sagten, sie sei ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Ornesta verärgerte das immer etwas, doch ich schenkte dem damals keine Beachtung. Schon bald wuchs unsere Familie weiter. Erst kam Mathilda, dann Ethel. Beide so rein wie Engel. Doch Ornesta, nun. Ich werde nie den Abend vergessen, an dem sie da saß und ihr langes kastanienbraunes Haar kämmte, während die Mädchen weinten und weinten. Ich sagte zu ihr, Liebes, ich glaube, die Mädchen haben Hunger. Darauf kanzelte sie mich das erste Mal ab, sagte, sie hätte kein Recht darauf, hungrig zu sein, dass sie ihr ihre Schönheit und ihre Jugend gestohlen hätten, dass das mehr als genug sei, von dem sie zehren könnten. What the fuck, Alter? Ich hätte es damals schon wissen sollen. Ich hätte wissen sollen, dass sich der Wahnsinn in den Verstand meiner Geliebten eingeschlichen hatte und dass er sich mit jedem Kompliment, das unsere Kinder erhielten, tiefer dort eingrub. Jahr für Jahr wurden die Mädchen größer und anmutiger, aber die Zeit meinte es mit den Alten nicht gut und auch Ornesta blieb von ihrer Grausamkeit nicht verschont. Ihre Haut wurde faltig und verlor den Glanz der Jugend. Eines Nachts weckte mich das Mondlicht, das die ganze Welt in einen gespenstischen Schein taucht. Ich sah mich in unserer Hütte um, sie war leer. Ich lief zur Tür hinaus und entdeckte Abdrücke von nackten Füßen, die zum Friedhof der Kapelle führten. Als ich sie sah, klopfte mir das Herz bis zum Hals. Ich fand sie, alle drei, um den Spiegelbrunnen drapiert. Wäre ich nicht ihr Vater gewesen, hätte ich sie nicht erkannt. Tiefe Schnitte verunstalteten ihre liebreizenden Gesichter. Hautfetzen und sogar Fleischstücke lagen überall verstreut. Als ich noch den Anblick dieses Schlachtfestes auf mich wirken ließ, hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Und so war es auch. Ornesta stand auf einem Hocker bei einem einsamen Baum. Um ihren Hals lag ein Seil wie eine dämonische Halskette. Sie nahmen mir alles, was ich hatte. Alles, was mir etwas bedeutete, sagte sie. Dann sprang sie. Sie ist tot. Meine Ornesta, meine drei Töchter, auch sie sind nicht mehr. Ich werde ihnen schon bald folgen. Ich habe alles genommen, was ich besitze und den Göttern geopfert. Vielleicht vergeben sie mir und meiner geliebten Ornesta. Nice! Nennt man das jetzt geistige Behinderung oder... Also, Junge, musst du dafür eine Birne haben, ey. Meine Töchter haben mir meine Schönheit genommen. Ich schneide sie auseinander und hänge mich auf. Bruder. What? Also offensichtlich lackgesoffen oder was? Wo muss ich hin? Was ist meine Aufgabe? Sprich mit Chani. Hä? Habe ich verpasst, dass die Nebenquest einfach abgeschlossen ist? Okay. Gut. Ich würde tatsächlich sagen, ich mache noch ein bisschen Fragezeichen hier. Weil ich glaube, ich mache erstmal das da. Ich möchte jetzt nämlich nur eine zweite Quest machen.
Und ich meditiere mal kurz ein Stündchen, damit die scheiß Katze weg ist. So, danke. Gaul hat es in der Stunde nicht geschafft, herzukommen, okay? So. Ich mache den Umweg, genau. Naja, also, what the fuck, Bruder? Da muss ja... Was? Ein blaues Ausrufezeichen. Heißt blaues Ausrufezeichen einfach nur, dass es zu dem DLC gehört? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich merke mir einfach mal, dass das hier ist und gehe dann im nächsten Part dahin. Machen wir so, genau. Dann mache ich jetzt nämlich erstmal hier das Fragezeichen, was auch immer es ist. Ich schätze mal ein Monsterlager. Nest wäre mal wieder cool. Nester habe ich ewig schon nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich aber eher ein Schmugglerversteck, so wie das hier aussieht. Also Banditenlager. Ist das hier überhaupt das? Ja, ist es halbwegs. Freunde! Mir ist es der Geralt! Schlitz, Schlitz, Schlitz! Schlitz, 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 Schlitz. Ich gehe mal hier einfach hinter das Häuschen, dann können die ja schon mal keine Pfeile mehr auf mich schießen. Hoffe ich. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Einfach mal in zwei geschnitten. Wieso geht die nur auf mich? Junge! Ist ja übel unfair, dass die jetzt auf mich geht. Ja, sehe ich auch so. Ja genau, fightet ihr mal mit der scheiß Spinne. Ich schlitze in der Zeit mal eure Mates auf. Junge! Wo kommst du denn her? Drecksvieh! Mein Problem ist halt, dass ich die nicht anständig bekämpfen kann, während, ne, ich bin ja hier quasi ohne... Junge! Gut, da kann ich nicht raus. Ey! Also jetzt mal legitim, ne? Dass die Spinne damit reingeht und nur auf mich geht scheinbar. Auch wenn die anderen versuchen, sie zu schlagen, ist halt ein bisschen beschissen. Aber ansonsten lief der Kampf tatsächlich gar nicht komplett beschissen. Wenn die Spinne da nicht reingegrätscht wäre, wäre das okay gewesen. Machen wir genauso nochmal, nur dass wir dieses Mal nicht hinter das Zelt gehen, weil ich jetzt weiß, dass da fucking Arachnoide sind. Und ich hasse Arachnoide. Ich hab davor nicht gespeichert? Bin ich dumm? Junge, ey. Offensichtlich lässt bei mir auch schon einiges nach. So, absteigen bitte. Quen. Ich hätte gern wieder meine Bärenarmbrust. Komm her. Kann ich den mit Axi eigentlich? Komm her. Nein, kann ich nicht, okay. Das ist ja sehr schade. Dass ich dem nicht einfach mit Axi sagen kann, yo, fight mal gegen deine eigenen Boys.
Ich meine, was soll er gerade machen, ne? Er fightet alleine gegen mich. Ich hab den Sweet Spot gefunden, weil man ihn angreifen kann, ohne dass er sich wehrt. Befehl für Ernst Golds. Ernst, halte dich vom Totenwald fern. Dort gibt es jede Menge wilde Wölfe und aus dem Boden steigt ein ranziges Gas auf. Und vor einer Woche habe ich einige Männer dorthin ausgesandt. Habe ihnen gesagt, sie sollen die Gegend auskundschaften, aber das war reiner Blödsinn. Wir haben die Ecke schon vor langer Zeit erkundet und wissen, der Wald ist eine Todesfalle. Deshalb habe ich meine größten Luschen zusammengestellt, die ihren Proviant nicht wert sind und sie in ihren sicheren Tod geschickt. Ich weiß, du fragst jetzt sicher, was kann ein Idiot dafür, dass er ein Idiot ist? Nun, diese Nulpen können in einem Kampf ein gewaltiger Passivposten sein. Beim letzten Kampf gegen Radowitz Truppen haben zwei dieser Schwachmaten im Eifer des Gefechts unsere Schildwappen übersehen und unsere eigenen Leute angegriffen. Da frage ich mich natürlich, ob es diese Flitzpiepen überhaupt jemals in den Wald geschafft haben. Sehr cool. Wir räumen jetzt hier erstmal die Hütte leer. Da sitzt einer. Der Käfig ist offen. Warum sitzt du denn da, Bruder? Okay, dann kann ich durch die Tür gehen. Gut. Da war der weiße Kantenmaler von Ubisoft scheinbar. Das hat ja gut funktioniert, Fisch. Ich wollte drüben mal reingucken, weil das sieht so aus, als ob was sein könnte. Ja, hier ist was. Much, glaube ich, hauptsächlich. Das tat aber weh, ey. Käse. Irre. Okay, da sind Zweier. Einer hat mich gesehen, der andere nicht. Sind aber beides Schwertkämpfer. Ich weiß übrigens, dass der Part zu Ende ist, aber ich mache jetzt noch den Part hier fertig. Kannst du bitte deine scheiß Waffe ziehen? Okay, pass auf, was ich mache. Schließ, schließ, schließ. Ausweichen, schließ. Oh, Scheiße. So. Schließ. Oh, da ist wieder die Spinne drin. Okay, das ist gut für uns. Hoffe ich. Ausweichen. Verreck doch jetzt endlich! Schlitz! So, erstmal Müll aufheben.
Meine Güte, ich mach die Hütte jetzt hier noch leer, ne? Ich habe übrigens eben, glaube ich, schon wieder nicht gespeichert, weil ich dumm bin. Hm. Das sind leider XP, die mir durch die Hände rennen, ne? Okay, die haben hier oben echt alles ausgerottet, ne? Gut, dann können wir jetzt looten. Looten tue ich natürlich noch jetzt, weil das habe ich bis zum nächsten Mal eh vergessen, dass ich looten konnte. Und es passiert ja jetzt auch nicht mehr viel, was man verpasst, wenn man keine Lust hat, weiter zu gucken oder was jetzt noch irgendwie aufregend wäre, wenn man es auf doppelter Geschwindigkeit guckt. Ich kann übrigens jeden verstehen, der auf doppelter Geschwindigkeit guckt. Ich mach das ja selber. Absolut verständlich in meinen Augen. Weil auf einfacher Geschwindigkeit... Ich glaube, ich rede gar nicht mal so langsam, wie einige, die ich ganz gerne gucke auf doppelter Geschwindigkeit. Handschuhschema unübersetzt. Okay. Und einen Brief mit Befehlen, den wir schon kennen. Schon wieder ein Schema mit ophirischen Zeichen. Ich muss jemanden finden, der fließend ophirisch spricht. Ja, wir kannten jemanden, der so ein bisschen Ophiri gesprochen hat, aber der hing leider dann am Ende an einem Gürtel. Das tat mir auch sehr leid, ich mochte den echt gerne. Aber er war wohl schon tot. Er ist halt dem Sinne noch den Kopf abgeschnitten. Ärgerlich. Einfach ärgerlich. Naja, was soll's. Gut, ich würde sagen, wir haben das Lager hier schön auseinandergenommen. Ich hoffe, wem es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich da gerade was Rotes gesehen? Nee, okay. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.